Jo, und somit herzlich willkommen in Forza Horizon 5. Ein ganz spezielles Video auf meinem Kanal, denn ich habe noch nie auf meinem ganzen Kanal in diesen Jahren, wo ich YouTube gemacht habe, habe ich noch nie ein Autorennspiel gespielt. Und ich habe keine Ahnung, was mir erwartet, aber es sieht auf jeden Fall nice aus. Wurde mir auch gesagt, das soll echt gut sein, aber lass mal gucken. Ja, dauert ein bisschen. Wow. Mashallah. Schönes Auto. Okay, das muss ich mir jetzt angucken. Mein Controller sieht halt so aus. Es beginnt. Wait a minute. Das ist meine Karre? Ich soll loslegen? Drücken Sie Eingabe, um ins Horizon zu springen. Ah, siehst du, funktioniert doch. Danke, die lassen jetzt noch nicht mein Auto runter, oder? Ja, natürlich, das funktioniert. Ja. Aufgeheizte Stimmung. Perfekte Landung. Über einen Vulkan, warum nicht? Ich kenne keine bessere Straße. What? Das sieht gut aus. Holy shit. Okay, so, ich muss jetzt kurz alles abchecken. Erreiche die Baja-Rundstrecke. Ich muss wirklich sagen, optisch sieht das ja hammermäßig aus. Kann ich jetzt einfach da rein? Was passiert, wenn ich da reingehe? Achso, gar kein Problem. Dann wollen wir doch mal... Wait a minute, ich checke es jetzt erst. Wir sind oben beim Berg. Da spielt immer noch Musik. Die ist safe copyright. So, jetzt passt das doch. Wir wollen doch das Auto hören. Let's go, Junge. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe Forza Horizon noch nie gespielt. Und das ist das allererste Teil, was ich jetzt spiele. Und... Jo, bis gleich. Hä? Er steuert sich bis jetzt ultra nice. Vielleicht habe ich irgendwann in Zukunft noch ein Lenkrad. Da bin ich mal gespannt. Aber ja. Holy shit, sieht das gut aus. Und das läuft flüssig für meinen PC, oder? Warte, es leckt in der Aufnahme. Oder kann das vielleicht sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, da wollen wir doch mal gucken, was das Auto so aushält. Natürlich. Natürlich. Wie groß ist denn die Karte? Okay, nice. Lass doch einfach mal runtergehen und einfach ja, die Schönheit der Welt genießen. Solange wir jetzt noch können, die paar Sekunden. Als ob man das in Real Life machen würde. Ich würde panische Angst haben. Gerade jetzt hier. Und in 3, 2, 1, bam, Game Over. Das wäre es von unser Leben gewesen. Aber nice. Oh, guck mal, ich kann gut fahren, oder? Ich mache mich doch ganz gut. Ich muss den nur überholen. Glaube ich. Aus dem Weg, Kollege. Muss ich... Hi! Ja, ich bin's! Oh, scharfe Rechtskurve. Nee, warte mal. Sind wir in einem Actionfilm vielleicht? Das ist meine Karre. Die eben gerade war nicht meine Karre. Das ist meine schon eher. Düna Racer. Wow. Ey, die Grafik muss man wirklich sagen, ne? Die ist heftig. Macht mich sogar ein bisschen sprachlos. Was ist das da hinten? Eine Lawine oder so? Also vom Rauch. Oh, hallo! Wir müssen da rauf. Hallo, muchas gracias, por favor. So, dann wollen wir doch erstmal geradeaus. Das ist halb. Geht meine Karre denn auch kaputt? Ich habe keine Ahnung. So, von der Landschaft her, es erinnert mich irgendwie ein bisschen an Flugsimulator her. Also so jetzt, dass man so eine riesige Landschaft sehen kann. Und keine Ahnung, wer die ganzen anderen Leute sind. Hier passiert echt gerade wirklich viel. Aus dem Weg, Kollege. Uiuiuiui. Kann ich die Kameraperspektive ändern? Ah, guck mal, das wollte ich doch ausprobieren. So, einmal so lang. Ich erkenne gar nichts. War das ein Adler? Ich glaube, ich habe Adler getroffen. Ich glaube, da liegt ein totes Tier jetzt. So, so ist doch schon besser. Meine Karre geht kaputt. Bro, wer würde denn mit so einer schönen Karre so einen schönen Rennen fahren? Also ich nicht. Oh, jetzt ra... Hey, stopp! Stopp! Drücke niemals Dreieck. Alles klar. Okay, jetzt will ich kurz mal da rein. Wie sieht das jetzt verdammt nochmal aus? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, einmal Ego-Perspektive. Ja, es heißt ja, man soll vom Gas runtergehen, wenn man halt keine 5 Meter sehen kann hier circa. Huch! Ah ja, er hat seinen Spaß, ne? Mhm. Was ist das denn? Oh, Flamingos! Das könnte etwas holprig werden. Ein bisschen. Wer hätte es auch anders gedacht?
Ja, super, Auto schon kaputt. Wollen wir doch mal ganz kurz gucken. Oh, jetzt mit dem Lenkrad und dann am besten so mit einem Feedback sozusagen. Ich weiß ja nicht, ob es das gibt. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben. Gibt es ein Lenkrad mit einem Feedback? Aus dem Weg, ich komme! Uiuiui, aber man muss wirklich sagen, das Spiel ist optisch. Holy moly, also ich habe den Trailer gesehen, aber das ist wirklich, ja, bei mir auf dem PC läuft das flüssig. Ich bin erstaunt, sagen wir es mal so. Eieiei, cool. Kann ich jetzt auch hier lang? Hallo? Hey! Wie geht's dir? Kommst du runter? Es regnet? Gar nicht bemerkt. So, dann geht's so circa. Und dann so, wenn die Lady bei mir mittendrin ist, ich fahre sie gerne mit. Also ich nehme sie gerne mit. Und guck mal, wie gesagt, das Auto hält einiges aus. Würde ich ihr auch dann sagen. Und dann läuft das Date eigentlich von allein. Wer würde nicht gerne bei mir mitfahren? Und dann, hallo Nachbar, was geht ab? Ei, was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Ich weiß halt nicht, in welchem Land wir sind. Ah. Highway zum Horizon. Ich denke mal, jetzt können wir Gas geben. Ja, das sieht doch gut aus. Komm, zeig mir mal die Karre. Ui, ich hätte sie gerne in Weiß gehabt, aber ist gar kein Problem. Da ist er doch. Rennen zum Festival. Okay, pass auf, dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich wirklich fahren kann, okay? Ich werde perfekt fahren. So, wie viel fahren wir jetzt schon? 280, let's go. Wie viel kann er am höchsten machen? Ich denke mal, das Höchste kriegen wir nicht hin. 300? 310 fast? Let's go! Ja, wer ist denn der Superstar? Ich? 330? Moin, Geringverdiener. Aus dem Weg, ich komme. Ja, ein bisschen vom Gas gehen, aber ist alles noch tipptopp. Aus dem Weg. Oh, scheiße, hier ist eine Siedlung. Aber ich habe alles im Griff. Okay, unten links sehe ich eine Karte. Da kann ich mich eigentlich auch sehr orientieren. Ja, bam. Keiner kann mich überholen. Der mit seinem Flugzeug immer. Ey, krass. Also, dass ein Rennspiel wirklich so schön sein kann, hätte ich nicht gedacht. Man kennt ja die Trailer und so weiter. Die sehen ja meistens immer gut aus. Aber dass ein Endspiel halt auch so hübsch sein kann. Respekt. Grafik 10 von 10 Punkte. Ich hab's geschafft. Oha, 340? Ich hätte Angst, würde ich so schnell fahren. Ich hätte wirklich Angst, ich würde zittern. Da bin ich mal gespannt, was das Spiel alles so kann. Oh ja. Das bin ich, er hat von mir gesprochen. Das bin nicht ich. Ja komm, nehmen wir den Kollegen hier. Frisur muss ja auch so sein wie meine. Das sind wir. So, bam. Ja, ich glaube, wir laufen so rum. Ja, ja. Stimme. Hallo? Hallo? Hallo! Tigno, danke, danke. Gibt es solche Festivals in echt? Ich weiß es nicht, also ich kenne mich da nicht aus, aber gibt's das im Real Life? So. Spektakulär? Sogar mit ja. Synchro? Hayley, ich hab Story? Dir so viel zu zeigen. Servus. Welches führst du zuerst aus? Ist doch klar, dass ich diese Corvette nehme, oder? Ah, der Supra sieht auch gut. Oh. Wir nehmen den Toyota hier. Das ist ein schönes japanisches Auto, soll es sein. Supra, der jüngste Nachfolger eines überaus legendären Autos. Gute Wahl. Besonders, danke. Wenn du gern quer fährst. Ja, ja, wegen Driften und so. Ja, ja. Deswegen habe ich ihn auch gewählt. Wie wär's Hammer. Mit einem persönlichen Nummernschild? Ja, liebend gern. Das ist mein Nummernschild. Tigno 88. Aber die 88 steht für mein Baujahr, beziehungsweise Geburtsjahr. Also, falls jemand falsch denkt, nein, so ist es nicht. Mehr brauche ich dazu nicht mehr zu sagen. Akzeptieren. Bitte warten. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. So habe ich mehr Zeit mit ihnen. Let's go. Das ist also die ganze Karte. Okay. Ey, ich will gar nicht wissen. Oh, hier will ich hin. Was man hier alles sehen kann und was vielleicht ja noch in Zukunft reinkommt. Man weiß es ja nicht. So, jetzt probieren wir doch mal die schöne Karre aus. So, 2,4 Kilometer. No problemo. War das gerade... Das sind Spieler. Das sind wirklich Spieler hier. Okay, aber gar kein Problem. Muss der im Radio die ganze Zeit reden? Ja, Amigo, alles klar. Aus dem... Warte mal, kann ich hier zurückspulen? Ist dann mein Auto wieder heile oder was?
Hey, und weiter geht's. Hier fortfahren bitte. So, Klubberer, XJ. Das sind doch Spieler. Ah, mein Auto darf nicht kaputt gehen. Ach Mann. Okay, es driftet aber ein bisschen viel. Ja, bei nächsten, alles klar, Alexa, oder wie man sie nennen kann. Was, das war schon? Ja, easy. Oh, oh. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Wir müssen ein Rennen fahren. Los, es geht los. Ich bin ja alleine. Was, der fliegt aus dem Flugzeug? Der will jetzt nicht da rausspringen, oder? Pilot, da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Alles gut bei dir, Kollege? Ach, du heilige Maria. Ach, okay, hat's geschafft, Kollege. Position 4 von 4. Was? Oha, das Auto lässt sich sehr gut lenken. Aber ich, wie gesagt, ich bin nicht der beste Fahrer. Es ist halt, lass mich lügen, 18, 19 Jahre her, wo ich das letzte Mal ein Autorennspiel gespielt habe. Aber ich muss sagen, ist gut, dass ich gewartet habe. Jetzt sehe ich halt sowas und es ist echt schön anzugucken. Und ich denke mal, vielleicht wird noch in Zukunft noch so ein Video auch kommen. Aber ich brauche erstmal bessere Autos. Hol raus, die Kollegen hier. Ich weiß, du hast oben noch 3 Leute. Ich will gegen sie fahren. Fahrräder! Ach so, doch nicht. Motorradteam? Ja, oh shit! Alter, also der hat mich jetzt wirklich behindert. Das glaube ich jetzt nicht. Wegen dir verliere ich, Mann. Lass uns einfach mitten in die Stadt fahren, wo Menschen leben. Natürlich. Ich muss sie jetzt einholen. Ich glaube zwar nicht, dass ich es schaffe, aber... Scheiße. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Guck mal, passt schon. Boah. Ist das... wo... Ah, Dankeschön. Ey, wie schön das ist. Das ist krass. Jedes einzelne Haus, ich begutachte auch das, jedes einzelne Haus hat ihre Struktur und der freut sich erstmal einen Ast weg. Ey, es sieht wirklich... Ja, keine Ahnung. Also ich sag das ja schon die ganze Zeit, aber es sieht wirklich zu gut aus. Hallo, Checkpoint. Ach, danke schön. Ja, willst du mir die Sicht behindern? Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, es hackt. Pass mal auf, wer gleich dein Zweirad hier zerstört. Oh ja, jetzt wird alles gut laufen. Jetzt gibt's eine Geradeauskurve. Er rammt einfach die... Kann ich das auch machen? Ey, ich will auch lieber fliegen. Oha, jetzt gebe ich Gas, Alter. 280? Ey, der Dude über mir fliegt einfach. Ich seh's. Aber wie bremst er denn jetzt ab? Hab gewonnen. Die können mich nicht... Hab ich gewonnen? Unglaublich! Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Danke? Hui, sind das alles meine? Hier, im Besitz. Das ist meins hier. Apollo, zeig dich mal. Oha, was für eine Lackierung. Oh, CR, 1,5 Millionen, kann ich mir leider nicht leisten, ne? Boah, Junge, okay, krass. Ja, und dieses Auto besitze ich jetzt. Das ist schon sick. Hui. Okay. Ja, warte mal. Ich brauche eine gerade Strecke. Ich will kurz mal ausfahren. Also, das nenne ich eine fette Karre. Wow, wow, let's go. Wie schnell kann er werden? Ich denke mal, ich würde gleich Totalschaden haben. 200 schon? Oh, oh. Ja, wir kommen gleich an die 300 ran. Oh Gott. 300? Komm, da geht noch ein bisschen. Oh, scheiße. Ey, ich halte aber gut. Hast du dein Ziel erreicht? Ja. 330, komm. Da kriegen wir... Komm, 340 geht Maximum. Let's go. 333 war das Höchste, glaube ich, was ich gerade gesehen habe. Alter. Ja, ich würde sagen, ist schon eine heftige Karre. Jetzt einmal ganz kurz Perspektive wechseln. Und somit kann ich schon gar nicht mehr fahren. Eieiei. Schön, schön, schön. Zurückspulen. Ich will keinen Schaden an meinem Auto haben. Runter, 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 runter. Ey, man spürt sogar ein bisschen im Controller so ein bisschen Feedback von der Karre hier. Schaut euch das mal an.
Wie nice! Ah, die Lichter, ey. Und dann mein Nummernschild dazu. Perfekt, ey. Also, ich würde damit erstmal hiermit sagen, ne? Ich denke mal, ich würde das in Zukunft safe noch weiterspielen, auch privat und so weiter. Falls ihr natürlich noch ein random Video davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Ja, auf jeden Fall war es das von Forza Horizon 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.